Weiter geht's mit dem Let's Play von Minenarbeit.de und ich bin euer Vorbudler wie eh und je. Immer noch auf dem, bei dem Versuch, mal endlich ins Goldeital zu gelangen, um dort flott so ein paar Tierchen zu erlegen, beziehungsweise zu scheren. Hier brauche ich, habe ich festgestellt, nur noch so ein bisschen die dritte Reihe der Decke aufzuhauen. Dann ist der Goldeitunnel in seiner Struktur jedenfalls fertiggestellt. Wir werden ihn dann noch verschönern. Vielleicht ziehen wir einen anderen Fußboden ein, habe ich mir gedacht. Hier die dreckigen, dreckigen Dreckwände. Ja, die Dreckswände, die werden wir natürlich auch wegmachen. Beziehungsweise verschönern. Ganz klar. Ja, hier ist die Schaufel kaputt gegangen. Aber ich habe natürlich in der letzten Folge, hatte ich ja gerade am Ende noch auch angefangen, ein wenig immer, das war's schon. Das war's schon mit der Decke. Ich habe immer gedacht, der wäre so unheimlich lang, der Tunnel. Aber das ist er gar nicht. Ich bin völlig überrascht jetzt. Der ist 3 hoch, 2 breit, so sollte er ja sein. Und dann sind wir ja schon fast eigentlich, ist aber nicht zu glauben. Schirm können wir uns leider nicht craften, obwohl wir gleich raus müssen. Und es ist natürlich gefährlich draußen, ne? Denkt daran, es kann jetzt allerhand passieren an unvorgesehenen und sehr schmerzhaften Erfahrungen, ja. Es ist relativ dunkel immer im Regen, ja, und aber wir beschweren uns nicht darüber. Wir beschweren uns nicht darüber, weil da bräuchten wir ja nicht Minecraft spielen. Ne? Wenn uns das stört, würde ich ein paar Kühe auch mitnehmen. Das ist einfach ein bisschen Leder, kann ja nicht schaden. Da können wir uns vielleicht zur Abwechslung auch mal wieder einen Matrosenanzug herstellen. So. Ein bisschen hier jetzt Tiere. Hallo, Tiere. Ich hätte das nicht so laut sagen sollen, dass ich jetzt auf Jagd bin und Tiere suche. Wie ihr wisst, ist das dann immer so, dass die dann natürlich nicht erscheinen in dem Moment. Ist das ein Aluminiumschaf? Nee, das ist nur nass, ne? Enttäuschung. Mäh. Ja, lässt du mich da mal ran? Okay, hau doch mal da ab, sonst muss ich dich doch noch killen. So. Was ich natürlich gerne tue, aber jetzt natürlich nicht mache. Möchte ja niemand verschrecken. Gucken wir immer mal auch wieder ein paar neue Leute zu. Hui. Denn wer hat denn... Oh, wir werden verfolgt, wir werden verfolgt. Schnell, 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 schnell. Wo kommt der denn her? So eine Unverschämtheit. Aber jetzt aufpassen, dass ich nicht so weit wegkomme. Da müssen wir lang mal ein bisschen jetzt auch konzentrieren, dass ich mir den Weg so ein bisschen einbringe. Es ist wunderschön hier, finde ich immer. Es ist wirklich sehr schön hier. Aber ich könnte hier überall könnte ich irgendwas bauen. Ne? Aber wir haben uns nun mal da an der ersten Ecke so ein bisschen festgesetzt. Ah, herrlich. Geröll haben wir hier zur Not auch, wenn wir mal welches brauchen. Direkt mal eine geistige Notiz anlegen. Ein Hühnchen, das brauchen wir nicht. Das ist auch ein bisschen schade. Irgendwie könnten wir mal... Wir haben einen Überfluss an Federn, wie immer. Finde ich. Vielleicht kann man auch mal aus Hühnchen, was weiß ich, einen Braten machen. Oder, keine Ahnung, Hühnerkrallen bei irgendwem vor die Tür hängen. Ist da ein Creeper da vorne? Jawohl. Na komm mal her, du gibst uns dann jetzt mal dein Sprengpulver. So. Hätte auch ruhig ein wenig mehr sein können. Aber die Kerle machen halt, was sie wollen. Ne? Lassen sich von uns jetzt nicht beeinflussen. Was ist das denn hier für eine Insel? Eine schöne kleine Halbinsel. Die hat ja noch eine Verbindung zum Land. Deswegen ist es eine Halbinsel, keine Insel. So. Ah, herrlich. Es ist einfach, ne? Wunderschön, wer dieses Land auch sehen möchte, selber erkunden möchte. Warum haben wir denn da Eis? Sind wir schon wieder in der Eisregion? Aha. Aha. Aha, aha, aha. Der möge doch einfach mal den Seed Swamp Weed eingeben. Ich sag's ja immer wieder mal, ne, dann kommen wir auch mal wieder anfragen, stell mal die Welt zum Download, das habe ich schon 1000 Mal erzählt, Leute, die gibt's nicht zum Download, die könnt ihr euch als Seed eingeben und ich habe hier noch überhaupt keine riesigen oder sonst was spektakulären Gebäude
gemacht. Ja, und die Höhlen könnt ihr auch selber erkunden. Ah, weil Koordinaten habe ich auch immer aufgeschrieben. Hier auf minenarbeit.de/glossar. Ne, für die ganzen Orte, die könnt ihr dann selber entdecken. Und ihr könnt vor allem diese wunderschöne Welt, ein Schaf, endlich, auch selber dann mal erkunden und bebauen. Mir Screenshots schicken, was weiß ich, ne? Mit Koordinaten ist im Moment ein bisschen schwierig, wenn ihr mir irgendwelche interessanten Stellen schicken wollt. Könnt ihr natürlich gerne machen, aber ich kann euch da jetzt nicht versprechen, dass ich da schnell mal eine Sonderfolge zu mache oder was. Im Moment ist das einfach boah, das sind ja mal Tiere. Im Moment ist einfach so unheimlich viel zu tun bei mir auf meiner Seite. Ich muss halt viel... Ich habe viele Projekte am Laufen und es ist wirklich schwierig, da irgendwie die ganze Zeit noch neue Sonderfolgen und sonst was. Eine Kuh. Ja, du hast sie erschreckt, ne? Du bist auch ein armes Vieh gewesen, du. So. Ist das jetzt auch noch irgendwie dunkel geworden gerade? Kann das sein, dass es gerade dunkel wird? Warum sagt mir das denn wieder keiner? Ja, da muss ich aber jetzt mal hier gucken, dass ich Land gewinne. Ja, toll. Da vorne ist diese Halbinsel. Es wird auch gerade dunkel. Ich glaube es ja nicht. Meine Lieben. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Ihr lasst mich hier wieder mal völlig ins Verderben rennen und reibt euch schon wieder die Hände. Hahaha, hat's den Vorbundler gleich wieder erwischt. Komm, ich kenne euch. Ich kenne euch. Ihr seid alle gemein. Nein, Spaß. Es ist einfach hier mal wieder... wahrscheinlich habe ich auch ein anderes Zeitempfinden, weil ich viel auf dem Server war in den letzten Tagen und da meines Erachtens läuft da die Zeit etwas langsamer ab. Ja, hallo, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn? Ach. Himmel, Herrgott. Und dann nochmal, ne? Ah, nein! Alt. Komm. Uiuiui. Okay. Und ein Zombie. Da ist die Goldeihöhle, oder was? Ne, hier ist der Wegweiser zu unserem Tunnel. Noch besser. Oh. Ich muss jetzt zickzack laufen. Ich darf jetzt wirklich keinen... Bloß ich nicht mich im Kampf stürzen oder so, das wäre fatal, ja, das würde... Ihr wisst ja, wie ich teilweise dann agiere im Kampf. Das sind wir sicher, ne? Puh. Okay, wir... Ja, ich würde jetzt gerne schlafen gehen. Und, ja, das hat nicht geklappt mit dem Geröll weghauen, aber hat sich ausnahmsweise mal nichts verborgen. Jetzt hier nochmal vorsichtig sein. 1, 2... Sprinten können wir demnächst. Ab 1,8, ne? Da wisst ihr, man kann sprinten. Auch interessant. Ne? Ich frage mich nur, warum. Und ich kann mir vorstellen, warum. Und das ist aber jetzt auch nur wieder so eine... Ja, so eine Vermutung von mir. Geschafft. Und zwar... gibt es ja schon die Textur. In 1.7 ist die Textur schon von einem Silverfish drin. Also ein Silberfisch, ein neuer Mob. Ein Silberfisch. Und da denken jetzt viele, das ist ein Fisch, aber wenn man genau nimmt, ein Silberfisch. Ich weiß nur nicht jetzt, ob das im Englischen auch so ist, dass... also fangen wir mal von vorne an. Ein Silberfischchen ist ein kleines Insekt, das gilt als Ungeziefer. Ist es gar nicht so, also wenn man die vermehrt hat in der Wohnung oder so, also ganz viel, dann deutet das auf Schimmelbefall hin, deswegen ist das nicht erfreulich. Hat man nur mal eins irgendwo rumlaufen, die sieht man nur nachts und die sind extrem schnell, jetzt kommen wir auch schon zum Thema, sind extrem schnell und lieben halt die Dunkelheit. Aha, ne? Ja, wenn man nur eins hat in der Wohnung, ist das nicht so schlimm. Im Gegenteil, die fressen zum Beispiel Hausstaubmilben und so. Ich habe mich mal so ein bisschen erkundig gemacht über die Dinger, weil ich mal genau wissen wollte, was ist denn eigentlich an denen so fies? Könnten die vielleicht auch ein gefährlicher Mob sein? Könnten sie natürlich, weil die ja fressen, die sind auch verantwortlich für irgendwelchen Fraß in der Kleidung oder so. Ne? Die fressen so Baumwolle und sowas. Überhaupt fressen sie halt und sind schnell und leben im Dunkeln. Das reicht eigentlich,
um, ja, und sehen auch fies aus, ne, muss man auch sagen. Also hübsch sind sie nicht, sie sehen fischartig aus, da sind sie ein bisschen glänzend. Ja, und eignen sich natürlich dann schon ein bisschen für einen gefährlichen Mob. Jetzt weiß ich noch nicht, ob die in England oder so Silberfischchen wirklich mit Silberfisch übersetzen. Das muss natürlich nicht sein. Wenn das so aber so ist, dann handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Fisch, der als neuer Mob eingeführt wird, sondern eben ein Silberfischchen, also ein Insekt, was am Land lebt und sehr schnell ist. Und das würde für mich dann auch die Sprintfunktion erklären, die der Steve, so heißt ja unsere Figur hier, ne, er hier, der Steve ja demnächst kann. Und warum sollte er sonst sprinten können? Nein, klar, manchmal möchten wir gerne sprinten, so wie vorhin mal so kurz, aber das ist ja jetzt auch nicht so existenziell wichtig. Man kommt dann ja im Prinzip auch ohne Sprinten zurecht, ne? Aber wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen bösen Mob haben, der uns dann verfolgt und der unheimlich schnell ist, könnte das ein Grund sein, für den Steve auch mal die Beine in die Hand zu nehmen, ne? Und ja gut, andererseits, das spricht dagegen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die englische Übersetzung von Silberfischchen wirklich Silberfisch ist. Falls nicht, dann handelt es sich ja wahrscheinlich doch um einen Fisch und würde natürlich auch wieder dann nur zu passen, dass der Notch das ja mal angekündigt hat, mehr Unterwasserinhalt zu sorgen. Wie ihr wisst oder vielleicht nicht wisst, ist der Notch ein passionierter, ja, Sporttaucher, der auch gerne mal in den Tauchurlaub fährt, ne, und während so eines Urlaubs hat er auch mal getwittert, dass man jetzt wirklich mehr, das waren 4 Stücke, hervorragend, dass man jetzt mehr, oh, Ressourcen, mehr Unterwasserinhalt erwarten darf in Minecraft. Wann und wie und wie, ich weiß, das habe ich ja letztens schon erzählt, ist immer sehr vage, manchmal schneiden die was an, fangen was an und dann fällt ihnen was Neues ein und dann vergessen sie das erstmal ein paar Monate, das alte. Und da, also man ist immer ein bisschen riskant, hier so irgendwie definitiv irgendwelche Ankündigungen zu machen, aber das mit dem Silberfisch, da bin ich mal gespannt. Ich tippe schon fast wirklich auf halt dieses Insekt an Land, ne? Keine Ahnung. Aus der Textur, wenn man sich die anguckt, habe ich mal versucht, da kann man nicht so wirklich was rausschließen, wie der dann aussieht. Also, außer dass der Silber aussieht, ne? Bin natürlich geehrt, ne, weil der Notch dann wirklich mal etwas ins Spiel einführt, was wirklich mit Silber zu tun hat. Bisher bin ich ja der Einzige auf der Welt, der hier in Minecraft mit Silber spielt. Wie ihr alle wissen. Was auch teilweise mal für Nachfragen sorgt, ne? Silber, wie, was, wo, ne? So, oh, das finde ich schön hier, das finde ich schön hier, da ist Kohle. Und dahinter ist bestimmt noch mehr Kohle, das wette ich jetzt mit euch. Ah, da kommt aber noch ein Kumpel. Hallo, Kumpel. Pack die Schweißfüße wieder ein. So. Ja, ich stelle mir immer die Monster auch vor, ist ja ein bisschen traurig, ne? Wir haben ja hier keinen Geruch und so in so einem Spiel, ne? Kommt vielleicht in 100 Jahren auch mal, ne? Aber, ich stelle mir mal vor, ne, wie das auch wäre hier mit so Gerüchen, so Höhlen und wenn da so Zombies ankommen. Ich glaube, das ist ja nicht so toll. Ich glaube, Zombie-Filme auch wären, glaube ich, nicht so beliebt, wenn man irgendwie Fernsehen riechen könnte oder Kino, ne? Ja, also. Igitt. Ah, schön, schöne Ausbeute jetzt hier so mal nebenbei. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich wollte ja nur Wolle holen, ne? Nö, ich hänge hier keine Fackel hin. Ihr könnt auf HD schalten, dann seht ihr immer noch genug. Stellt eure Schreibtischlampe so ein, dass die nicht gleich in den Monitor scheint und dann klappt das auch, ja? Außerdem verschwende ich da jetzt hier keine Fackeln. Ja, ich laufe hier lieber noch ein bisschen nach unten. Hier kann jetzt mal eine Fackel wieder hin. Ah, da ist auch wieder Silber. Sehr, sehr schön. Hat mich einer beschossen? Was ist da so hell? Oh, 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 hallo. Pfeil und Bogen immer dabei. Der kommt da nicht um die Ecke. Da wollen wir mal gucken, dass wir da rauskommen. Das zeig ich mal hier. Na, wo bist du? Komm. Ah. Ja, fertig machen, fertig machen. Komisch, mach dich fertig.
So. Keine Gefahr, weil man hier wieder hochhüppeln kann. Ich bin wieder etwas ruhiger, um auf Geräusche zu achten, ne? Ah. Toll hier. Sackgasse? Sackgasse? Mit viel Geröll? Ne, da geht's weiter. Seht ihr? Das ist auch immer so. Ich schätze, ja, doch. Okay, das geht hier richtig runter, ne? Ja, ein tolles Tal. Goldeital ist, hat ja auch schon, die Goldeihöhle ist auch schon fantastisch groß, ne? Riesengroß eigentlich. Wahrscheinlich haben die sogar hier eine Verbindung. Könnt ihr mir jedenfalls gut vorstellen. Obwohl, wie weit sind wir denn gelaufen? Nee, doch, 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 das kann sein, das kann sein. Mal eben ein bisschen gucken. Ich habe dann doch ein bisschen Angst so. Bisschen Geröll weghauen. Ja, okay, das lohnt sich jetzt gerade hier mal nicht so. Ja, okay, wollen wir mal weiter. Ich hole mir jetzt erstmal hier die Ressourcen, die hier so rumhängen. Ja, scheint Luft rein zu sein. Das sollten wir vielleicht schaffen können hier. Kohle ist immer eine tolle Sache. Ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Wunderbar. Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich neue Abonnenten sehe, zum Beispiel, ja, auf YouTube. Normalerweise würde ich gerne bei jedem Abonnenten dann reinschauen. Aber das und auch mal Hallo sagen und so und danke und hin und her, ne? Es ist nur einfach manchmal etwas zu viel auf einmal alles so, ne? Ich kann ja auch nicht alles verkraften. Nee, rein zeitlich und vom Lustfaktor. Da jetzt, was weiß ich, 100 Kanäle auf YouTube der Reihe nach abzuhaken und zu besuchen und so auch immer. Ich will ja auch ein bisschen gucken, was da so Ambach ist, ne? Ich will ja nicht nur einfach da rein, per Copy und Paste einen Kommentar hinterlassen, den ich so vorgeschrieben habe irgendwie, ne? Und dann, weil ich sowas einfach doof finde, da kann man's, braucht man es auch gar nicht machen. So, jetzt erstmal genug hier. Ne, ich will ja dann auch mal gucken, was haben die Leute für Uploads, was machen die selber so, ist das schön, ist das nicht schön, fällt mir dazu was ein, fällt mir dazu nichts ein, ja? Drehen die in Farbe oder drehen die nicht in Farbe? Alle so Sachen, ne? Und dann da eben meinen Senf zu abgeben oder auch nicht, je nachdem, ne? Aber das ist einfach manchmal viel, ne? Da hast du echt, dann guckst du bei drei Leuten rein und dann denkst du, oh ne, jetzt noch einen, noch einen, noch einen, oh ne, ne? Hab ja auch nicht unbegrenzt Zeit nun, ne? Das ist ja nun mal so. Ich hab ja auch ein Leben! So, und ich muss auch noch das Reich Wiesenfels regieren. Das regiert sich auch nicht von alleine, ne? Glaubt ja gar nicht, was man da teilweise viel Arbeit hat. Ja. Kann es ja auch mal wieder nur für die Leute sagen, die so ein bisschen, die auch mal planen, einen eigenen Server so aufzumachen. So einen Multiplayer-Server für Minecraft und für alle Leute und Public und alles, ne? Ihr habt dann keine Freizeit mehr, das muss euch klar sein. Ne? Das ist dann auch nicht mehr alles so lustig wie hier so im Singleplayer. Das ist alles lustig hier. So, ne? Wunderschön. Man hat seine Ruhe, man dreht ein bisschen Folgen ab. Wenn man denn Let's Plays überhaupt macht. Muss man ja nicht. Ne? Und aber wenn du so Server hast, dann ist das echt plötzlich was ganz anderes, ne? Muss auch jeden Tag mal rauf und gucken. Ja, musst du nicht, ne? Also Gott sei Dank, wenn du gut bist, dann hast du ein schönes Team und auf das du dich verlassen kannst. Und dann musst du nicht die ganze Zeit rumhängen da, ne? Aber, wie gesagt, das ist viel, viel zu tun. Ah, hier ist, glaube ich, auch noch so ein Durchgang. Naja, genau. So, ich kriege jetzt gerade wieder meine Bruce Willis-Stimme. Ja. Dann gehen wir mal hier runter. Obwohl, klingt doch eher nach Willy Brandt, glaube ich. Für die Leute, die noch Willy Brandt kennen, ne? Ach, was ist das denn hier? Warum waren wir hier noch nicht? Das ist ja kolossal! Hahaha! Warum habe ich jetzt damit gerechnet, ne? Warum war ich jetzt nicht überrascht, dass mir da ein Springwurm entgegenkommt?
Wie sieht's pfeiltechnisch aus? Wie sieht's pfeiltechnisch aus? Ja, könnte noch hinhauen, so ein bisschen. Aber ach, da sind auch schon wieder so, hier, so Pfeil- und Bogenkandidaten. Da ist zum Beispiel einer, ne? Ach, siehste, war ja nicht. Hehehehe. Ja. Ja, toll. Ah, super, drei Pfeile, hol ich mir direkt mal wieder. Ja, weg. Das war jetzt die Torschusspanik, ne? Brot essen. Gute Idee, wenn man das schon dabei hat, sollte man es vielleicht auch ab und zu mal essen. Vielleicht schiebe ich... Oh, ist zu spät, zu spät. Ich muss jetzt da ran. Ich muss jetzt da ran. Ich muss jetzt... Okay. Puh. Aber nachlegen, ne? Nachlegen. Und vielleicht auch mal wieder ein paar, meine Pfeile zurückholen, die ich da so wild verschossen habe. Da ist aber noch der Creeper in der Nähe. Jetzt esse ich mich auch mal komplett auf. So. Da ist er auch schon. Hallo. Du hast es aber jetzt hier ernst gemeint, ne? Hehe. Ich aber auch. Ha! Hilfe! Und ihr helft mir wieder nicht, ne? Muss ich wieder alles alleine machen? Wie, nur zwei Schläge? Hatte der schon was abbekommen, oder was? Nee, nee. So, da war aber noch einer. Ich hab doch zwei gesehen gerade. Ich hab doch zwei gesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, okay. Aber wenn es am spannendsten ist und am schönsten, soll man ja bekanntlich aufhören. Ich möchte euch natürlich auch als Zuschauer nicht überfordern. Ja, mit dieser ganzen Gewaltorgie hier und Dunkelheit und so, ne? Und bösen Geräuschen. Nein, deswegen mache ich jetzt erstmal Feierabend hier. Also ich gehe da noch rein, aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr schaut wieder dazu. Ich war euer Vorbuddler und wünsche euch alles Gute. Bis dann.